Hi und willkommen zu meinem Video. Ich muss ganz kurz gucken. Okay, Kleiderschrank ist das nächste Thema. Also, ich habe jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate immer wieder so Ideen gehabt, welchen Kleiderschrank ich gerne hätte, was mir gefällt, was so mein Ding ist, wo ich denn gerne jetzt wie, wo, was. Ihr wisst schon, einfach so die Fragen, die man sich so stellt bei sowas, wenn man dann mal an den Punkt kommt, wo man dann das kaufen möchte. Herr Gott, wie viel Werbung wir eigentlich Amazon einem noch schicken. Ich habe verstanden, wir haben Prime Days. Boah, anstrengend. Also, da wäre zum einen, also, jetzt kann ich euch das ja mal zeigen. Also ich zeige euch jetzt das auf dem Handy, weil ich echt keine Einblendung, nichts machen möchte. So sieht jetzt das Zimmer aus, da wo meine Oma bearbeiten musste bei sich, damit das Bett weg ist. Da ist jetzt das alte Bett von meiner Mama mit Unterlage, da sind noch Sachen und ein Vorhang. Ja, das ist das da. Ich wollte es einfach einmal zumindest in einem Video gezeigt haben, damit der Vollständigkeit halber. So, dann hat er mal als nächstes, das ist schon der, den ich aktuell habe. Ich muss, entschuldigt, es tut mir so leid, ich bin nicht gut vorbereitet. Ich kann euch sagen, ich bin zurzeit nicht ganz auf der Höhe, mein Kopf funktioniert nicht. Die übliche Juli-Müdigkeit ist gerade da. Und ja. So, dann wäre das vielleicht, ist das vielleicht da drin? Nein, auch nicht. Ja gut, ich habe einen Schrank gehabt, den ich sehr schön fand. Und jetzt gucken wir halt mal so, manuell. Manchmal muss man halt anders gucken. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, ich habe es jetzt so auf zwei Schränke, die ich ganz schön finde, runtergebrochen. Wo für mich so in Frage kommen, wo ich dann sage, okay, einer von den beiden wird es auf jeden Fall und der andere dann halt nicht dementsprechend. Und ja, da ist jetzt die Frage, welche von denen soll es jetzt sein? Und da bin ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen. Also, der Vorteil vom einen ist, den gibt es bei Otto. Das habe ich vor ein paar. Oh, da gibt es Zedernringe. Muss ich mir merken. Kann nie schaden, Zedernholzringe in so einen neuen Kleiderschrank reinzutun, damit da keine Viecher drin sind und so Zeug. Klar, man kann auch Lavendelsäckchen nehmen, aber ich finde Zeder ist ehrlich gesagt vom Duft und so angenehmer. Also ich mag das einfach lieber, weil ich finde, Lavendel riecht so schnell aus und Zedernholz, selbst wenn es dann nicht mehr riecht, wirkt es noch, finde ich. Aber das ist natürlich jetzt sehr subjektiv. Also, das ist jetzt nicht auf irgendeinem. Be Ich könnte es euch nicht beweisen. Ist einfach so. Wisst ihr was? Ich mache ganz kurz Pause und zeige euch dann, wenn es da ist. Okay, ich habe ihn. Den gibt es in Weiß und in Schwarz. Und ich finde den wirklich toll so für mich, weil ich den einfach. Wichtig war, dass er Boden eben ist. Also, das ist er dann. Und das ist der eine, der in Frage kommt. Und das ist dann die Innenaufteilung. Ich muss mal ganz kurz das Licht hier von meinem iPod komplett runter machen, dann sieht man vielleicht was. Ich gucke gerade parallel Criminal Minds irgendwie noch auf einem anderen Bildschirm, tut mir leid. Also hier, das ist dann, man sieht echt nicht so gut. Na gut, aber muss also so Stange oben, was oben und dann halt Fächer. Der gibt es bei Otto. Der wird per Spedition geliefert, wenn und zwar an den Wunschort. Aber da müssten wir ihn immer noch selber aufbauen. Und ja, das ist dann so, ist so das Pro-Contra ist das dann natürlich schon wichtig. Aber er passt genau in mein Zimmer. Also von der Größe, Höhe und allem passt er exakt. Das ist so das große Pro von diesem Schrank. So, dann. Ach, guck mal. Faulheit kann manchmal schon vorteilhaft auch sein.
ist das da der andere Schrank? Den gibt es aber nur bei Möbel 24, also im Home 24 oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Es tut mir echt leid. Und da ist die Aufteilung recht ähnlich, aber man hat halt zwei Schubladen. Also hat den Vorteil, eine größere und eine kleinere. Und ja, dann der passt auch ins Zimmer, ist aber ein Hauch höher und ein Hauch breiter. Also der ist dann nicht mehr, der ist anstelle von 1,42, also 1,40 Meter, ist der 1,42 Meter und der andere ist 1,40 Meter. Und ja, das ist dann natürlich, das sind so dann die Sachen, wo man abwägen muss, was ist mir dann wichtiger. Und ich weiß auch noch nicht, wie der geliefert wird oder wie sich das dann verhält, weil tatsächlich der Händler, der das verkauft, in den Niederlanden hockt. Und jetzt habe ich dem eine E-Mail geschickt und bete einfach mal, dass ich eine Antwort bekomme, die auch nur halbsatzweise lesbar ist. Daumen drücken ist da das Motto jetzt gerade bei mir. Ja, und je nachdem, wenn das tatsächlich auch per Spedition ist an den Ort, wo man es hinstellen möchte, dann ist auf jeden Fall für mich klar, dass ich, wenn dann lieber den mit den zwei Schubladen hätte, auch wenn er ein bisschen größer ist. Weil, weiß nicht, irgendwie habe ich den gesehen und zwar auch so instant, ich finde den total toll. Beide sind Massivholz, das war mir wichtig, weil Presssparen und sowas finde ich nicht gut für die, erstens für die Umwelt, zweitens für mich und meine Gesundheit und auch für Leo nicht, weil da geht es ja auch drum. Dem ist es aber gerade egal, der schwitzt einfach, weil es, obwohl es heute kühler ist als gestern. Naja. Ja. Und sonst kann ich euch da tatsächlich noch gar nicht so viel sagen. Aber einer von den beiden Schränken wird es. Vom Preislichen bewegen sie sich beide im gleichen Rahmen. Also muss man da auch nicht so irgendwie überlegen. Also es ist gehupft wie gesprungen, gehängt wie geschmissen, wie man im Schwäbischen so schön sagt, welcher von den beiden es dann am Ende wird. Und ja. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch trotzdem beide Schränke dann in der Beschreibung. Ich schreibe es mir ganz kurz auf. So, dann kann ich das nämlich nicht vergessen. Und dann könnt ihr euch das einfach angucken und dann könnt ihr euch selbst ein Bild von den Schränken machen. Ja, ich beende das Video jetzt hier an dieser Stelle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen der beiden Schränke ihr schöner findet. Wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, habe ich mich schon entschieden und bestellt, weil beide haben eine Lieferzeit von, glaube ich, 1 bis 2. Also die eine hat 1 bis 2 Wochen und der andere hat schon fast 4 Wochen. Also sollte ich mich da jetzt mal ranhalten. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.